Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon komplett verarbeitet, was da heute in Bremen und rund um das Weserstadion genau passiert ist? Ich bin ganz ehrlich, ich kann es selber noch nicht so ganz glauben, was Werder da heute wieder für ein Meisterstück ausgepackt hat. Naby Keita vom FC Liverpool wechselt tatsächlich zum SV Werder Bremen. Nicht irgendwie auf Laie, sondern fest. Für die kommenden 3 Jahre laut unseren Informationen. Zuletzt, wie gesagt, beim FC Liverpool gespielt oder eben nicht mehr ganz so viel gespielt, weil häufig verletzt gewesen, aber trotzdem. 5 lange Jahre ist er da gewesen. Liverpool hat sich das mal 60 Millionen Euro kosten lassen, den von RB Leipzig wegzueisen. Und wer sich noch zurückerinnert an die Zeit bei den Sachsen, der weiß, dass Naby Keita in der Bundesliga für jede Menge Aufsehen gesorgt hat. Einer der besten Mittelfeldspieler zu dieser Zeit war. Und man darf nicht vergessen, der ist jetzt auch erst 28 Jahre alt. Wie gesagt, aber da gibt es eben diese Verletzungshistorie. Die kann man nicht wegdiskutieren. Die ist aber auch ganz wichtig bei diesem Deal. Denn ohne hätte Werder den wahrscheinlich niemals bekommen. Der Vertrag in Liverpool ausgelaufen nach 5 Jahren. Und er hat jetzt eine neue Herausforderung gesucht. Viele namhafte Konkurrenten gab es aus dem Inland, aus dem Ausland. Alle haben mal drüber nachgedacht, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist. Und Werder hat am Ende das Rennen gemacht. Und man fragt sich natürlich, wie hat dieser Club das auf jeden Fall wieder hinbekommen? Eine ganz entscheidende Rolle, Johannes Jahns, der neue Kaderplaner der Bremer. Früher in Salzburg gearbeitet, daher kennt er auch schon Naby Keita, denn der war auch bekanntlich mal in Salzburg beim Brauseunternehmen sozusagen. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Verbindung. Und nach allem, was wir jetzt gehört haben, möchte Naby Keita nach dieser Leidenszeit, die er durchaus zuletzt hatte, wo er in Liverpool nicht mal mehr gespielt hat, sondern selbst als er fit war und noch auf der Tribüne saß, er möchte endlich wieder Spaß haben und kicken. Er möchte wieder wichtig sein, er möchte viel Spielpraxis sammeln und er möchte zurück zu alter Stärke. Und da hat eben auch Johannes Jahns, aber natürlich auch all die anderen Werder-Verantwortlichen und auch Ole Werner, haben dem, wie gesagt, Nationalspieler von Guinea aufzeigen können, hier in Bremen bekommst du das komplette Paket. Wir setzen auf dich, wir brauchen dich und wir liefern dir ein Umfeld, ja, das nicht nur A, begeistert ist, denn das hat man ja heute eindeutig gemerkt, was hier in Bremen los ist, sondern das auch ja wahrscheinlich die komplette Unterstützung dir geben kann. Und so hat Werder eben auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Naby Keita, nach unseren Informationen, verzichtet auf jede Menge Gehalt bzw. nimmt Abstriche in Kauf gegenüber dem, was er vorher verdient hat. Bei, ja, nach unseren Informationen, 3 Millionen sollen es insgesamt sein, die er jetzt im Jahr verdient. Absoluter Topverdiener damit in Bremen. Aber wenn dieses Geschäft eben am Ende aufgeht, und da hoffen sie natürlich alle drauf am Osterdeich, dann ist es am Ende ein Deal gewesen, ja, der für alle Seiten perfekt gelaufen ist und der Werder vielleicht wieder in bessere Zeiten manövriert. Denn das darf man nicht vergessen. Spätestens seit heute hat man wieder das Gefühl, Werder ist wieder wer. Man darf das nicht vergessen. Letzte Saison, 2. Liga, danach aufgestiegen. Als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft. Alles okay, aber alles sah jetzt nicht danach aus, als würde man so einen Transfercoup aus dem Hut zaubern können. Und genau das ist den Bremern jetzt gelungen. Und so eine Verpflichtung von Naby Keita, die erinnert doch stark an das, was Werder ja Anfang der 2000er da regelmäßig gemacht hat, als ein Jean Micou plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, als ein Diego auf einmal auftauchte, den niemand anders auf der Rechnung hatte, die aber alle plötzlich in Bremen spielten und da ja aus heutiger Sicht Legenden geworden sind. Ob das für Naby Keita auch mal gelingt? Warten wir mal ab. Wir sind da mal ganz am Anfang. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Werder hat da ein absolutes Zeichen gesetzt, auch an die Konkurrenz, auch an die Mitspieler, eventuell auch an mögliche weitere Neuverpflichtungen. Das heißt, hier könnte was, hier soll was entstehen in Bremen. Ablösefreier Deal, das ist das, was die Bremer gerne ja fabrizieren möchten und bevorzugen. Vielleicht gibt es noch weitere, vielleicht überzeugt das auch den einen oder anderen Spieler zu bleiben. Stichwort Niklas Füllkrug, der hatte sich auch qualitativ ja, Verstärkung gewünscht und wie gesagt, wenn Naby Keita verletzungsfrei bleibt, dann ist das mehr als eine Verstärkung. 17 Millionen Euro soll sein Marktwert immer noch betragen und wie gesagt, Werder hat ihn ablösefrei bekommen. Der pure Wahnsinn, absolut ungläubig. Erholt euch übers Wochenende von diesem Monster-Transfer und freut euch jetzt schon auf den Tag, an dem er hier sein erstes Training absolviert. Ich tue es auf jeden Fall und ich freue mich noch viel mehr auf das, was er dann hoffentlich in der neuen Bundesliga-Saison zeigt. Bleibt gesund und respektvoll.